Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gorazul. So, wir haben ja beschlossen, die Quest von einem Zwerg zuerst mal nicht zu machen und stattdessen die Quest von unserer Elfe mal endlich fertig zu machen. Und dazu gehen wir jetzt zuerst mal nochmal auf die Karte zurück. Denn dort hatten wir schon irgendwas mit Elfen, irgend so ein Gebiet gesehen. Dann werden wir da mal hinreisen. Dann müssen wir zuerst mal nochmal Richtung Westen reisen. Und dann hier nochmal einmal quer über die Karte. Oder ging es noch unten raus? Ja, wir konnten noch unten raus. Sehr schön. So, dann schauen wir mal, was sich da so anbietet. So, Bergwerk waren wir. Genau, hier gibt es Eiselfen. Dann reisen wir mal zu den Eiselfen. Was natürlich über Wasser nicht so direkt funktioniert. Wir sind jetzt in irgendeinem anderen Gebiet gelandet. Und wenn ich es recht gesehen habe, gibt es da auch Häuser. Hier ist schon mal ein Huhn. Also ist hier ein Dorf. Hallo? Da. Ach so, das ist ein Elfenbürger. Elfenbürger. Ein Gasthaus. Dann gehen wir zuerst mal ins Gasthaus. Hören wir uns da mal um, was, wo wir hier so sind. Oder halt auch nicht, weil es hier nämlich nur mal wieder Alkohol zu kaufen gibt. Und stimmt, wir haben immer noch den Hexenstein. Was auch immer wir mit dem noch sollen. Wir haben den Diamanten, den wir als Belohnung bekommen hatten. Den können wir schon mal gerade hier lassen. Und ansonsten brauchen wir jetzt erstmal nichts. Also hier Informationen abkrabbeln war wohl nicht. So, seid ihr alle Bürger. So, in die Hütte können wir nicht rein. Also irgendwie müssen wir wohl ein Schiff haben zu den Eiselfen. Das ist ein Magier. Stimmt, wir suchen ja einen Magier im Elfendorf. Aber das ist... Nee, das ist auch nur ein Verkäufer. Oder ist der Magier dann bei den Eiselfen? Wir schauen mal noch mal ganz unverbindlich, was es hier so gibt. Ja, Geschick ist nicht so unser Hauptstat. Charisma auch nicht. Oh, Lebensenergie plus 20, aber 3500 Gold. Flammenstab, das sieht aus wie unser Wiederbelebungsstab, der nicht funktioniert hat. Ein Froststab. Heiltränke. Nee, Heiltränke hatten wir noch im 10er-Stack gefunden. Das passt soweit schon mal alles. So, was gibt es denn hier noch? Eine Kuh. Lauter Bürger und Kinder, die auch Bürger sind. Bürger. Oh, das ist ein Elfenkind, kein Elfenbürger. Ist ja mal ganz was Neues. So, aber was sollen wir hier und wo kommen... Wie kommen wir hier weg? Ah, hier gibt's Irwin irgendwas. Ne, Isentalas. Du bist ohne Zweifel ein wirklich fast überdurchschnittlicher Architekt und ich bin fast geneigt, deine Entwürfe als passabel zu bezeichnen. Aber für die Konstruktion einer Schule sind meine Ideen einfach besser. Okay, diese und andere Probleme? Ich danke dir für den Respekt, den du mir entgegenbringst. Aber wir hatten beschlossen, eine Schule zu bauen und keinen Stall. Deshalb hatte ich nebenbei, wie jeder mit gesundem Verstand, meine Entwürfe für gelungener. Was heißt hier Stall? Ich habe Wochen mit der Ausarbeitung meiner Unterlagen verbracht. Umso schlimmer, dass nur ein Stall herausgekommen ist. Also das werde ich mir nicht länger... Die beiden scheinen sich zu streiten. Vielleicht kann ich schlichten. Hallo, mein Name ist Rosundas. Kann ich euch vielleicht helfen? Ah, Fremder. Ihr kommt gerade recht. Ihr seht aus wie ein Mann mit Lebenserfahrung und Geschmack. Sagt, was haltet ihr von unseren Entwürfen? Wir entscheiden jetzt wirklich, wie eine Schule aussehen soll?
Na gut, dann schauen wir uns mal Entwurf A von Esin Talas an. Ja. Es waren ganz früher mal die Schulen einfach nur ein Klassensaal und gut ist. Da gab es ja noch nicht verschiedene Schuljahre. Ja. Und Entwurf B? Ja gut, Entwurf B hat mehrere Klassenzimmer. Sieht größer aus, teurer. Warum entscheiden wir jetzt über Schulen? Wir können auch einfach die Kinder entscheiden lassen. Ich meine, die müssen ja da unterrichtet werden. Die sollen die Kinder entscheiden lassen. Das ist eine gute Idee. Schließlich bauen wir die Schule ja für die Kinder. Was meinst du, Irwin Talas? Ja, mit dieser Lösung kann ich auch leben. Wenn es euch gelingt, die Kinder auf dem Spielplatz dazu zu bringen, sich an dem Projekt zu beteiligen und ein Urteil zu fällen, werde ich mich diesem beugen. Abgemacht. Befragt die Kinder, zeigt ihnen die Pläne und lasst sie entscheiden. Was bin ich nun schon nicht alles gewesen? Befreier von Dörfern und Retter von Städten, Bekämpfer des Abschaums der tiefsten Höllen und nun auch noch Vermittler zwischen sturen Elfenarchitekten und elfischen Kindern, die sich sicherlich Besseres vorstellen können, als ihren Tag mit den Begutachten von Plänen zu verbringen, die sie aller Wahrscheinlichkeit nach nicht einmal verstehen. Aber vielleicht sind es gerade diese kleinen Dinge des Lebens, die einen wahren Helden auszeichnen. Ja, das kommt so ein bisschen unerwartet, dass wir nicht an dem Rüstungsstand rumhängen, sondern auf den Kinderspielplatz gehen. Alles klar, Leute, wir reden mit den Kindern. So kann man auch die Welt retten. Hallo Kinder, ich brauche eure Hilfe. Wer bist du? Lass bloß dein Schwert stecken. Mein Vater ist der beste Bogenschütze. Ich bin der zweitbeste. Keine Angst, kleiner Krieger. Ich komme in Frieden. Mein Name ist Rusundas. Na gut, dann brauchst du auch keine Angst zu haben, dass ich dich erschießen tue. Ich bin Lyrel und das sind meine Freunde. Aegolas, Nuiel, Sortir und Ninivil. Die ist zwar ein Mädchen, aber trotzdem ganz in Ordnung. Also gut, Lyrel. Wie du weißt, bekommt ihr bald eine neue Schule. Hättet ihr nicht Lust, mit mir zusammen auszusuchen, wie das Gebäude aussehen soll? Oh, das würden wir gerne tun. Aber leider können wir jetzt nicht. Wieso? Was gibt's denn so Dringendes zu erledigen? Ach, wir haben von unserer Lehrerin eine Aufgabe bekommen, die wir heute Nachmittag lösen müssen. Woher dürfen wir nicht spielen? Und dabei ist die Aufgabe doch so schwer. Könnt ihr denn die Aufgabe nicht lösen, nachdem ihr mir geholfen habt? Nein, wir müssen erst die Aufgabe lösen, dann haben wir Zeit für andere Dinge. Dann erzähl mir mal von der Aufgabe. Vielleicht kann ich euch ja helfen. Geben wir jetzt Mathe-Nachhilfe? Also damit habe ich mir als Studentin gut Geld verdient. So ist es ja nicht. Kriegen wir hin. Oh ja, erst hilfst du uns, dann helfen wir dir. Das ist ein fairer Tausch. Also, die Aufgabe geht so. Einst klein will er hoch hinaus. Einst zierlich will er Saft und Kraft. Aus der Mutter will er raus, damit eine Krone wird ihm erschafft. Mein erster Tipp wäre einen Baum. Baum? Ja, das ist es, danke. Jetzt können wir endlich spielen, juhu. Gut, dann kommt mit zu den beiden Männern, die eure Schule entwerfen sollen und sagt, welchen Vorschlag ihr am besten findet. Ich bin der Anführer hier, also komme ich mit und entscheide für alle. Oder hat jemand etwas dagegen? Also ich... Also nochmal, hat jemand etwas dagegen? Nein, geh nur. Du bist der Anführer. So ein Rüppel.
Ah nee, das ist unser Schwert. Ups. So ein Rüpel. Dem sollte man einen vollen Hosenboden versohlen. Alles klar. Eigentlich hast du ja recht. Ich habe jedoch einen wichtigen Auftrag. Ich kann mich nicht noch mehr mit solchen Kleinkram verzetteln. Außerdem muss der Junge selber lernen, sich zur Wehr zu setzen, sonst wird er für immer der Prügelknabe bleiben. Ja, bei Kindern gibt es immer auch so ein bisschen Hackordnung. Ja. Und, haben sich die Kinder entschieden? Ja, das hier ist Lyrel. Er wird stellvertretend für die Kinder entscheiden. Also gut, Lyrel, hier sind die zwei Entwürfe für eure neue Schule. Schau sie dir gut an und dann entscheide dich für den, der dir am besten gefällt. Lyrel nimmt die Zeichnung entgegen und studiert sie aufmerksam. Und? Welcher Entwurf gefällt dir am besten? Das ist schwer. Eigentlich gefallen mir beide. Könnt ihr nicht eine Mischung aus beiden machen? Eine Mischung? Ja, eigentlich keine schlechte Idee. Was meinst du, Esenthalers? Können wir beide Entwürfe zusammenlegen und einen Entwurf daraus anfertigen, mit dem wir beide zufrieden sind? Ja klar, warum haben wir nicht gleich daran gedacht? Danke, Kleiner, du hast uns sehr geholfen. Komm, Esenthalers, lass uns sofort damit beginnen. Was war das für ein Geräusch? Mann, bin ich jetzt erschrocken. Wir sind aufgestiegen. Heieiei. Danke, Spiel. Jetzt bin ich nicht komplett wach. Gut, wir sind aufgestiegen und ich frage mich nicht, warum wir diese Quest gemacht haben. Ich kann es euch nicht sagen. Wir steigen jetzt zuerst mal auf und dann kümmern wir uns um die Dinge, die Helden halt nun mal so tun. So, auch so nass. Du bist aufgestiegen und wir verpassen dir... trinken mal Intelligenz und die übliche Konstitution. Und wir machen nochmal einen Punkt in Abwehr und kümmern uns um deine Drachenfertigkeiten. So. Ja, das Drachenauge haben wir letzter Zeit vernachlässigt. Keine Ahnung, wie das die Minimap verändert. Aber schaden kann es ja nicht. Das mit der Furcht hat uns eigentlich bei der Hexe gut den Hintern gerettet. Da hauen wir da mal ein paar Punkte rein und dann nochmal ein Drachenstärke. So, ansonsten ist noch der Dasker aufgestiegen. So, du hast sehr viel Konstitution. Dann machen wir mal alles, was du hast, in Intelligenz. Und ja, da du unser Nahkampfmagier bist, machen wir nochmal ein bisschen was in Angriff. Und die anderen beiden sind auch aufgestiegen. Lirina. So, ja, Charisma hat irgendwie nur was mit Untoten zu tun und ihre Anziehungskraft auf Personen. Ja, also ich bevorzuge bei ihr Intelligenz, obwohl vielleicht doch eher ein bisschen mehr Konstitution. Und ansonsten geht sie in Abwehr. Und dann sind wir mit ihr fertig. Und dann noch Mephistus. Du stehst nur rum, du machst Abwehr. Wir machen 2 in Intelligenz und 1 in Konstitution. Und dann wären wir mit dir auch fertig. So, aber jetzt nochmal zurück zu unserer Quest. Lirina wollte uns ja eigentlich sagen, wo wir hin müssen, aber... irgendwie meldet sie sich nicht mehr zu Wort und dann rennen wir einfach ein bisschen in der Gegend rum. Achso, ich hätte hier noch einen Händler gesehen, ne? Vielleicht müssen wir doch mal ein bisschen was shoppen. Rüstungshändler, Waffenhändler, Haushaltswaren und Wurststand. Wir schauen zuerst mal Rüstung. Hallo? Vielleicht müssen wir von der anderen Seite da rein. Irgendwie klappt das gerade nicht so. Können wir jetzt reden? Ha, zeig mir dein Angebot. Es war eine schwere Geburt.
So, ein paar tolle Handschuhe. Wohl nur Schutz 2. Kettenhemd Schutz 5. Schutz 6. Gürtel mit plus 2 Intelligenz. Na, das haut mich jetzt nicht so vom Hocker. Schutz 2 Handschuhe. Plus zu Geschick. Nee, dann schauen wir mal lieber mal nochmal zum Waffenstand. Der ein bisschen gelangweilt ist. Ja, und da gibt es elfenmäßig hauptsächlich Bögen. Ein Hämmerchen, Dolche. Nee. Da sollten wir uns dann doch nochmal in Alest umsehen. So, und was machen wir hier eigentlich wirklich? Er ist ein Mensch. Ein Mensch im Elfendorf. Sehr schön. Hast du irgendwas zu sagen, warum du hier bist? Hallo, mein Name ist Trosundas. Verzeiht mir, falls ich aufdringlich wirke, aber darf ich fragen, was euch so weit ab von menschlichen Siedlungen in ein Dorf der Elfen bringt? Ich bin weiter von zu Hause weg, als ihr meint. Mein Name ist Honbor. Ich bin im Auftrag des Königssohns der Zwerge Gugor unterwegs. Im Auftrag der Zwerge? Aber ihr seid unzweifelhaft ein Mensch. Darf ich fragen, wie diese ungewöhnliche Verbindung zustande kam? Ihr könnt euch vorstellen, dass ich dies oft gefragt werde. Ich lebe schon seit meiner frühesten Jugend bei den Zwergen. Ein Trollüberfall auf mein Dorf, der Tod meiner Eltern, die Fürsorge der Zwerge. All dies sind Bestandteile einer langen Geschichte. Verzeiht mir, wenn ich heute nicht ausführlicher werden kann. Mein Auftrag und die wandelnden Toten in dieser Gegend zwingen mich zur Eile. Okay. So, wir sind selbst auf einer wichtigen Mission. Genau, wir fragen mal, ob wir einander helfen können. Wenn ihr tatsächlich der Rosundas seid, von dem die Legenden berichten, könnt ihr mir sicher helfen. Die Kunde eurer Auferstehung hat sich schnell über die Inseln verbreitet. Eine Botschaft von höchster Dringlichkeit muss das Zwergenvolk erreichen. Ich selbst muss auf die Westinsel. Reist ihr in den Norden? Ja, nach der Elfenquest schon. Meine Wege führen mich quer über die Inseln, sicher auch in den Norden. Selbst wenn nicht, könnte ich eure Botschaft mitnehmen und in den Norden bringen, sofern über die Dringlichkeit der Nachricht kein Zweifel besteht. Glaubt mir, es gibt keine Zweifel. Nehmt diesen versiegelten Brief. Er enthält Informationen, die unseren Kampf gegen die Untoten betreffen. Ihr müsst ihn dem Sohn des Königs bringen. Sein Name ist Gugor Feueraxt, von dem wir schon gehört haben. Wenn er nicht weiterziehen musste, hält er sich bei unseren Truppen in der Festung Silberwall auf. Okay, wir werden die Botschaft natürlich überbringen. Okay. Ja, das ist wahrscheinlich dann auch wieder ein Hinweis auf die Zwergenquest. Was ist das für ein Haus? Da hat sie erstmal nach Waffenladen aus, aber nein. So, aber bisher ist mir nicht so ganz klar, was es mit diesem Dorf auf sich hat. Das sind alles Bürger. Da ist noch ein Haus. Ein Kräutergarten mit exotischen Kräutern. Ein Kräuterladen. Maler, Elfenbürger. Dann reden wir mal mit dem Maler, der an einem Bild arbeitet. Seid gegrüßt, mein Name ist Rosundas. Seid gegrüßt, Rosundas. Ich bin Isitil, der Maler des Dorfes. Wie kann ich euch helfen? Ich würde mir gerne mal einige eurer Bilder ansehen. Oh, das ist hier nichts Besonderes. Eigentlich nur ein kleiner Zeitvertreib. Mit den richtigen Farben bin ich in der Lage, wirklich besondere Bilder zu malen. Aha, und was ist das Besondere daran? Mithilfe von Zauberfarben kann ich die Seele eines Menschen zeichnen, wobei diese besonders gestärkt wird. Die Auswirkungen sind bei jedem anders. Manch einer fühlt, wie er während des Zeichens an Körperkraft gewinnt. Andere meinen, ihre magischen Fähigkeiten wären nach dem Zeichen größer als zuvor. Die speziellen Farben, die für diese Art Zeichnung notwendig sind, werden aus einer bestimmten Blumensorte gewonnen, welche sehr schwer zu finden ist, da sie nur unter einer leichten Schneedecke wächst.
Ich selbst kann mich nicht auf die Suche nach den Blumen machen, da es in dem Wald, in dem sie wachsen, von Monstern wimmelt. Solltet ihr jedoch zufällig auf diese Blumen stoßen und mir welche mitbringen, würde ich kostenlos eure Seele malen, obwohl ich normalerweise sehr viel Gold dafür verlange. Aber für neue Farben verzichte ich gerne auf den üppigen Preis. Das klingt fair. Sollte ich solche Blumen finden, bringe ich sie euch. Ihr würdet es nicht bereuen. Klingt so, als könnte man seine Attribute steigern, wenn man so eine Blume findet. Wir schauen mal noch im Kräuterladen vorbei. Dem es allerhand Heilkräuter und Tränke gibt. Unter anderem auch so einen Entfluchungstrank. Diesmal nehmen wir auf jeden Fall einen Entfluchungstrank mit. Letztes Mal war ich ja da zu geizig zu. Aber jetzt haben wir die nötige Kohle. So, Trank des Lebens. 50 temporäre Lebenspunkte. Trank der Konstitution. 25 Lebensenergie. So, aber das beantwortet immer noch nicht meine Frage, was wir hier sollen. So, ich habe jetzt mal die Hoffnung, wenn wir das Elfendorf verlassen, dass wir dann ein anderes Gebiet haben. Also wir können immer noch zu den Eiselfen. Dem Zucken meines Monitors nachzuurteilen, habt ihr jetzt irgendein Video gesehen? Das schaue ich mir dann nach der Aufnahme mal an. Deswegen keine Ahnung, was ihr jetzt schon wisst. Ich weiß es nicht. Das ist... Was bist du? Du bist ein Barbar. Ja, Barbaren sind eigentlich ganz nette Menschen. Zumindest auf YouTube gibt es einen netten Baba. Aber hier im Spiel muss man die leider umhauen. So, wir haben eine Lederrüstung gefunden. Und wo schießt du hin? Ach so, auf den nächsten Baba, der schon fast tot ist. Dann wollen wir dich mal nicht unterbrechen, Mephistus. Ja, wie? Nix mehr, gut. Dann müssen wir doch mit dem Schwert ran. Ich habe so das Gefühl, diese Quest hätten wir machen sollen, bevor wir ins Bergwerk gegangen sind. Denn diese Gegner fallen um wie die Fliegen. Egal. Wir haben es ja geschafft. So, achso, wir haben jetzt magische Pflanze. Ist das jetzt eine unidentifizierte Pflanze? Oder ist das die magische Pflanze, die der Maler haben möchte? Weil er hat ja gesagt, was von Schnee. Wo ist denn das Gewächs? Erzblatt. Traumleuchte. Karte der Umgebung. Die Karte zeigt eine Hütte in einem Wald und hier steht, die Hexe muss sterben. Ach so, das hatten wir, glaube ich, schon. Wo ist das magische Kraut jetzt abgeblieben? Ah, da, magische Pflanze. Sieht aus wie eine andere Pflanze, die wir schon mal hatten. Vielleicht sollten wir die dann auch mal zurücktragen zum Maler. Und wir gehen mal zur anderen Seite der Karte raus. In der Hoffnung, dass wir dann auch noch ein anderes Gebiet erschließen. Und wir kamen hier links rein und dann gehen wir rechts raus. Ja genau, da gibt es noch eine neue Karte, Fluss Sinn. Aber wir gehen nochmal zurück ins Elfendorf.
und reden nochmal mit dem Maler. Ach, wieso ist jetzt wieder nur einer? Ja, komm, der Rest geht dann bitte auch noch. Na, da ist jetzt nicht Rosundas dabei, dann habe ich keine Karte, auf die ich klicken kann. Ach, ja. Dieses und andere Probleme. So, jetzt sind wir alle wieder vereint. Und wir gehen jetzt eine kurze Pause und nach der Pause reden wir mit dem Maler. Und ich hoffe auf Erhöhung von Attributen. Also, bis gleich.